Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Weiter geht's, wir erstatten heute den Boku-Bericht, aber erst einmal sprechen wir mit dem netten Herrn hier drüben. Mina ist unversehrt zurückgekehrt, hab vielen, vielen Dank. Bei dir war ich wirklich an der richtigen Adresse, du wirst deinem Ruf mehr als gerecht. Ursaluna konnte dem Geruch sogar bis aufs Meer hinaus folgen. Es ist wahrlich ein beeindruckendes Pokémon. Sollte ich mich irgendwann trauen, ein Pokémon in mein Leben zu lassen, dann hoffe ich, dass es gut im Suchen ist, so wie Ursaluna. Vermisstensuche im Küstenland. Was mache ich denn mit diesen Sternstücken eigentlich? Keine Ahnung. Kann sein, dass man die einfach nur verkaufen kann. Naja, finden wir schon noch raus. Gute Arbeit im Kobaltküstenland. Du hast nicht nur der Galaktik-Expedition, sondern auch dem Perlclan damit einen großen Dienst erwiesen. Es wäre durchaus wünschenswert, wenn deine Bemühungen auch Einfluss auf den Riss im Raum Zeitgefüge hätten. Wären wir imstande, den Riss zu schließen, würden sich damit möglicherweise auch die Zweifel an dir in Luft auflösen. Allerdings habe ich nicht die geringste Ahnung, wie genau man das anstellen könnte. Sei weiter so diszipliniert. Die Insel ohne König. Meine Kartoffelmochi haben heute eine leicht andere Note, weil sie in den Flammen eines Pokémon geröstet wurden. Wohl bekommst. Oh, ich hätte so gern den Moment erlebt, in dem ein Pokémon zum König aufsteigt. Ehrlich gesagt, kann ich sie mir nur schwer auf dem Rücken von Salmagnis vorstellen. Ich kann nicht mal einen Ball richtig werfen. Oder einem Pokémon ausweichen, selbst wenn mein Leben buchstäblich davon abhängt. Glaubt hier wirklich jemand, dass ich auch nur eine Sekunde auf Salmagnis über die Wellen reiten könnte? Nichtsdestotrotz. Wer sich stets bemüht, dem wird's am Ende entgolten. An dieses Sprichwort halte ich mich. Irgendwann werde ich auf einem Pokémon reiten und meine Erfahrungen dann im Pokédex festhalten. Ja, Hauptsache er ist motiviert. Am nächsten Tag. Ja, da kommt doch gleich die nächste Hauptaufgabe, ne? Ich wünsche einen guten Morgen, vom Himmel herabgefallener. Der Boss der Galaktik-Expedition Denboku möchte, dass du sein Büro aufsuchst. Ja, ist ja mal ein sympathischer Kerl. Huxer, ich habe eine neue Mission für dich. Besänftige den König der Höhle, Lektroball. Er befindet sich im Kraterberghochland. Lektroball ist in der Lage, Elektrizität in seinem Körperinneren zu speichern und dann stoßartig freizusetzen. Doch seit es in Rage geraten ist, verursachen seine Stromstöße gewaltige Explosionen. Um sicher zur Hoheitsstätte von Lektroball zu gelangen, benötigst du die Hilfe des Perlclans. Ich habe Perla bereits im... Moment mal. Egal wie viele ihr seid, mich könnt ihr nicht aufhalten. Hallöchen, Boss der Galaktik-Expedition. Hier bin ich. Du hast doch sicher nur vergessen, mir eine Einladung zu schicken, nicht wahr? Tsubaki, du kannst doch hier nicht einfach so reinplatzen. Wir haben gerade etwas Wichtiges zu besprechen. Genau deswegen bin ich doch hier. Wolltet ihr mich als Wächter von Lektroball etwa außen vor lassen? Das ist bereits geklärt. Huxel wird den König der Höhle für uns beruhigen.
Autsch! Hältst du echt so wenig von mir oder vom gesamten Diamantclan? Und glaubst du wirklich, dass so eine halbe Portion Elektroball beruhigen kann? Ich möchte mich aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass dieser Rüpel hier eingefallen ist. Dafür brauchst du doch dich nicht zu entschuldigen, mein Junge. Wächter Tsubaki ist einfach so stark, dass selbst ein gut trainierter Sicherheitstrupp in die Schau falten kann. Allerdings werde ich den Sicherheitstrupp nun zu einem hochhärteren Training zwingen müssen. Tsubaki, wegen dir wird sich der Sicherheitstrupp heute Nacht in den Schlaf weinen. Expeditionsleiter Denboku kann mit seinen Sumo-Künsten ganze Felsen durch die Luft werfen. Lass uns zurück zum Thema kommen, Huxel. Du beruhigst jetzt mal das Elektroball. Tsubaki, dich möchte ich darum bitten zu helfen, falls es mal Probleme geben sollte. Und nun macht euch auf! Dünne Luft und steile Pfade. Tsubaki, du solltest die Galaktik-Expedition oder zumindest Huxel auf keinen Fall unterschätzen. Sieh nur zu. Nun! Das ist doch mal was. Ja, erstmal neue Nebenaufgaben annehmen. Die Legende des Meeres. Ich habe etwas über die Sichtung eines geheimnisvollen Pokémon zu berichten. Wie ich sehe, hast du meinen Auftrag angenommen, Huxel. Dann lass mich dir erklären, worum es geht. Am Strand des Aufbruchs habe ich etwas im Wasser schwimmen sehen, von dem ich vermute, dass es ein Pokémon war. Leider ist es so schnell wieder abgetaucht, dass ich kein Foto von ihm schießen konnte. So, wie es sich von den Meeresströmungen hat treiben lassen, müsste es auf dem Weg zum Kobalt-Küstenland gewesen sein. Wie ich darauf komme, die Meeresströmungen verbinden die Gewässer rund um Jubeldorf mit denen des Kobalt-Küstenlandes. Ich vermute, dass du durch ein Gespräch mit Suzuki, dem Wächter des Diamant-Clans, mehr über diese Sichtung herausfinden könntest. Ich habe schon von Professor Leven gehört, worum es geht. Dieses Pokémon, das in Richtung des Kobalt-Küstenlands geschwommen ist. Tja, ich befürchte, dazu kann ich dir aufgrund von mangelhaften Details nicht viel erzählen. Aber vielleicht hilft es dir ja schon zu wissen, dass das Kobalt-Küstenland vor langer, langer Zeit einmal das östliche Meer genannt wurde. Dort soll ein Pokémon existiert haben, das als der Prinz bekannt war. Die Geschichte dieses Pokémon soll in einem Buch namens Die Legende des Meeres stehen. Doch weder über die Legende noch über das Buch scheint mehr bekannt zu sein. Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein konnte. Ich gehe dann mal wieder. Löse das Rätsel um die Legende des Meeres und fange das Pokémon, das Professor Leven gesehen hat. Tja, oh, draußen gibt es ganz viele neue Nebenaufgaben. Aber keine Ahnung, wo man jetzt mit der Quest hier anfangen soll, ehrlicherweise. Vielleicht kann man ja irgendwo das Buch abgreifen. Mir fällt einfach nichts ein. Oh, du kommst genau im richtigen Moment. Ich brauche deine Hilfe, um eine neue Frisur zu erfinden. Ein Pokémon wäre eine gute Inspirationsquelle. Momentan schwebt mir Traunfugil vor. Ich habe das Gefühl, dass ich eine unheimlich tolle Frisur kreieren könnte, wenn ich mir das nur mal genauer anschauen könnte. Wenn du ein Traunfugil fängst, lass mich bitte einen Blick darauf werfen. Oh, habe ich ein Traunfugil gefangen? Nee, ne? Nee. Sei gegrüßt, werter Kunde. Ich hätte wieder etwas, um das ich dich bitten möchte. Neue Waren? Ganz genau. Tao Hua will mir mal wieder keine neuen Waren abgeben. Du fragst dich bestimmt, warum er meine Bitte jedes Mal ablehnt. Nun, er hat seine Gründe, zumindest aus seiner Sicht. Nimm einfach 3 Brocken Knirschmineral als Geschenk und sprich mit Tao Hua. Ja, dafür müssen wir natürlich ins nächste Gebiet. Was mache ich denn jetzt bloß? So wird Lias denken, dass sein Vater eine Memme ist. Oh,
ich kenne dich doch. Du gehörst zum Forschungstrupp, stimmt's? Moment, Forschungstrupp? Das passt ja perfekt. Vielleicht kannst du mir behilflich sein. Mein Junge und ich, wir wollten eigentlich zum Strand des Aufbruchs. Es soll da nämlich spuken. Dummerweise kriegt mein Sohn bei Geistern aber mächtig Muffensausen. Die beste Lösung wäre natürlich, einfach nicht hinzugehen, aber ach, was muss, das muss. Es ist doch echt traurig, wenn man sein Leben lang Bammel vor Geistern hat. Also, das wäre schade für meinen Sohn, meine ich. Naja, jedenfalls will ich mich mehr mit Geistern auseinandersetzen, um ihm dabei zu helfen, seine Ängste zu überwinden. Manche Pokémon werden doch Geister genannt, oder? Nebulak zum Beispiel. Wenn du mir Infos zu Nebulak bringen könntest, wäre das super. Zeige Dorfbewohner Emanuel den vollständigen Pokédex-Eintrag von Nebulak. Den habe ich noch nicht. Das könnte man aber recht easy erledigen. Ja, noch eine Nebenmission. Oh, mein Helfer vom Forschungstrupp, du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich würde den Acker gern noch erweitern, aber diese großen Felsen liegen mir im Weg. Falls du zufällig ein Pokémon dabei hast, das die Attacke Zertrümmerer beherrscht, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du es mir ausleihen könntest. Zertrümmerer, ja. Wie kann ich denn das hier einsammeln, was ich abgegeben habe? Bald ist die Ernte reif. Ja, bald, aber erst. Gut, das waren alle Nebenaufgaben, die wir annehmen konnten. Ja, ich palaber jetzt einmal mit denen hier vorne noch. Huxel, kämpfe gegen mich. Ja, meinetwegen. Tsubaki, pass gut auf. Ja, das sollte eigentlich kein Gegner für mich sein. Wie wäre es denn mit dem guten alten Giftschock? Ja, Fully Purba und Evoli, beides jetzt keine Gegner wirklich. Gerade Evoli, Evoli ist auf Level 18, also Herrgott. Das ist doch nix. Sehr schön, und das war's schon. Jetzt hast du gesehen, wie stark Huxel ist, Tsubaki. Du wirst ihn nicht mehr verspotten, verstanden? Oh. Unseren Helfer vom Perlclan müsstest du am Übungsplatz finden, sobald du bereit bist. Also dann, bis später. Ich setz auf dich, Huxel. Los jetzt, Tsubaki. Auf dich wartet eine ordentliche Standpauke. Ach dir, bitte erspar mir das. Huxel. Komm ins Büro des Forschungstrupps. Dort besprechen wir deine Mission. Dein nächstes Erkundungsziel ist das Kraterberg-Hochland. Dieses Gebiet befindet sich nahe am Riss im Raum-Zeitgefüge, deswegen können wir nicht absehen, welche Gefahren dort lauern. Mit deinem jetzigen Rang solltest du in der Lage sein, das Kraterberg-Hochland zu erkunden. Es gibt da jemanden, dessen Unterstützung du bei den Nachforschungen zu Lektroball benötigen wirst. Begib dich jetzt zum Übungsplatz. Triff dich auf dem Übungsplatz mit hin. Ja, dann machen wir jetzt aber wirklich mal einen Storybreak an der Stelle. Tja, Nebenaufgaben. Welche machen wir als nächstes? Bammelin. Ich hatte doch noch so ein paar Bammelin gefangen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal von oben nach unten einfach.
Muss mehrere Schalilos fangen, beziehungsweise ein Schalilos habe ich doch. Schon gefangen. Frage ist, fange ich die beide in einem Gebiet? Also beide im... im Kobaltküstenland? Wahrscheinlich schon, ne? Egal. Bammelin kann ich aber auch besorgen im Kobaltküstenland. Da schwirrten diverse umher. Also die Quest will ich wirklich endlich abhaken. Die geht mir so auf den Zeiger. Bälle habe ich auch noch genug. Oh, Pantimos ist immer noch da. Ach, muss ich jetzt auf den Übungsplatz? Oh, wie gemein. Ja, Leute, dann müssen wir noch mit Perla quatschen. Uxel, der Herr hier neben mir ist der Wächter hin. Er wird dich zu Sneebos führen. Entschuldige, dass ich mich heute Morgen nicht vorgestellt habe. Ich bin Hin, einer der Wächter. Um Elektroball begegnen zu können, solltest du dir die Kraft von Sneebos zunutze machen. Ob Sneebos dich anerkennt oder nicht, wirst du allerdings erst erfahren, wenn du ihm begegnest. Nun, zunächst einmal müssen wir sicher am Kraterberg ankommen. Es geht los, alles einsteigen. Hin ist dir wirklich sehr ähnlich. Was? Warum? Er kam genau wie du, plötzlich von irgendwoher. Außerdem hat er seine Erinnerungen verloren. Vielleicht hilft es ja seinem Gedächtnis weiter, wenn er mit dir unterwegs ist. Ich zähle auch diesmal wieder auf dich, Huxel. Na, schau mal eine an. Jetzt darf ich das Gebiet hier verlassen. So. Wo hab ich denn Schalilos gefangen? Da oben. Ja, wie schon gesagt, gibt's jetzt hier noch andere Schalilos? Egal. Erstmal gehen wir hier hin. Da in der Nähe spawnen nämlich Bammelin. Na Moment, wisst ihr, was ich mal eben machen könnte? Ich kann in den Pokédex gucken. Und von Octillerie brauchen wir auch noch den vollständigen Pokédex-Eintrag. Ebenso von Mashok, aber egal. Wo ist denn Schalilos? Da. Wir haben ein blaues Schalilos. Ich denke mal, die aus dem anderen Gebiet. Die haben eine andere Farbe. Ich suche also welche, die nicht blau sind. Hey, Moment, die habe ich doch auch noch nicht gefangen, die Kleinen. Oh, 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 die greifen mich an. Ja, Moment. Dann verziehe ich mich erstmal. Ja, hier schwimmen aber keine Schalilos rum. Dann werde ich hier beim Obsidian-Grasland welche fangen müssen. Eventuell da unten. Ja. Ich wollte mir das Gebiet sowieso mal anschauen. Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Break, nachdem wir heute die Bammelinen gefangen haben. Genau, wir fangen jetzt ein paar Bammelinen und dann gehen wir zurück, schauen, ob ein großes Bammelin dabei ist. Und egal, ob ja oder nein, wir gehen das nächste Mal dann zum Obsidian-Grasland. Es ist doch ein riesiger Kavenzmann hier. Ach, das ist ein Bojelin. Gut, so viel dazu. Ich dachte, das wäre ein Bammelin. Da sieht man mal wieder, wie gut ich mich hier auskenne. Aber Bammelin laufen auch hier rum. Hm.
Ja, da haben wir zum Beispiel eins. Boah, ich hoffe, ich bringe das nicht um. Nee, sieht gut aus. Tja, kam jetzt aber keine Meldung, dass das irgendwie riesig groß ist. Boah, ich habe schon so viele davon gefangen. Naja, dadurch, dass ich sowieso ins Obsidian-Grasland will, also spätestens da könnte ich ja auch noch total viele fangen. Ach genau, machen wir jetzt auch einfach. Aber erstmal craften. Und das Inventar ein bisschen aufräumen. Jo, ein Bojolin. Richtig fettes sogar. Dann schauen wir mal, wie groß die Bammelin sind, die ich gefangen habe. So, das hier ist... ...0,7. Und das ist 0,6. Ich meine aber, ich brauchte 0,8, ne? Oder reicht 0,7? Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, 0,7 habe ich nämlich schon mal gehabt. Ich brauche wirklich 0,8. Ich habe wirklich so viele davon schon gefangen. Aber wisst ihr was, wir lassen jetzt mal ein paar auch frei. Ein Großteil der Pokémon brauche ich hier gar nicht. Und selbst wenn ich sie brauche, kann ich mir die später immer noch fangen. Kriegt doch auch so ein bisschen Belohnung dafür, glaube ich, wenn man die freilässt. Boah, habe ich viele Pokémon gefangen. Alter Schwede. Hier gecheckt.
Hallo Huxel, die Pokémon, die du freigelassen hast, haben dir ein kleines Geschenk hinterlassen. Wärst du so lieb, es an dich zu nehmen? Alter Schwede, so viel Leistungsgedöns. Ja, schön. Trotzdem wollte ich nochmal nach dem Bammelin gucken. Also so langsam aber sicher glaube ich, es gibt einfach keine Bammelin mit 0,8. Ja, 0,8. Ich weiß es nicht. Wir reisen jetzt hier zum Startgebiet. Da wollte ich mir eh noch so ein paar Orte angucken. Und dann versuchen wir da noch mehr Bammelin zu finden. Ja, und eventuell treffen wir hier auch auf andere Schalelos. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber... Ja. Und genau genommen fällt mir auch gerade noch ein. Genau genommen sollten wir hier auch irgendwo Kinoso finden. Denn die Quest habe ich relativ, ja, doch am Anfang bekommen irgendwann. Das werde ich aber mal googeln. Ich werde beides mal googeln. Und ich glaube, das mit den Schalelos, das google ich auch. Damit wir nicht so unendlich lange rumschlawenzern. Genau. Ja, liebe Leute, das machen wir aber alles erst im nächsten Part. Also das Erkunden, nicht das Googeln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.